Geil, 10 Bettzimmer für mich alleine oder was? Ich bin in Newcastle angekommen. Okay, ich bin doch nicht allein. Einer ist da. Also wir sind zu 2 Leuten im 10 Bettzimmer. Das Wetter hier ist nicht gut, nur Regen angesagt für die Zeit, wo ich hier bin. Gerade da, wo mein Hostel Surfboards umsonst verleiht. Und in Newcastle ist gerade ein Surf- und Skate-Contest oder so eine Art Festival. Da will ich auch nochmal hingucken. Mal sehen, ob ich das alles schaffe in der Zeit, wo ich hier bin. Wenn nicht, muss ich verlängern. Es war wohl doch nichts mit allein im Zimmer. Jetzt sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute im Zimmer. Ich gehe heute zu diesem Skate- und Surf-Festival. Guck mir da ein bisschen die Skater an und die Surfer. Die ganze Reihe hier guckt den Surfern zu. Die verteilen hier gratis Sonnencreme. Krass. Ich verliere die ganze Alufolie von meiner Schnitzelrolle. Aber ich muss jetzt zurück zum Skateboard-Contest. Gleich skaten die Mädels. One is to go in the bag of tricks. 10 seconds. Go from strength to strength. Oh, that's something else. 10 seconds. 10 seconds, yes. Keep it up! As you go, my desire to what? Der Skate Contest war richtig fett. Und jetzt laufe ich noch zum Kohl's. Und kaufe noch was ein für die nächsten Tage. Dann laufe ich zurück zum Hostel. Yay, 3 Kilometer zurück zum Hostel laufen. Juhu. Toll. Hätte ich gewusst, dass ich an Aldi vorbeilaufe, wäre ich natürlich ins Aldi gegangen. Ne? Weil Aldi ist am günstigsten. Ich bin heute am Strand und habe mir ein Surfboard ausgeliehen. Aber die Wellen sind ja voll mega hardcore. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt schaffe da rein. Und das Wetter ist auch nicht so Bombe. Entweder surfen mega scheiße oder die Wellen sind scheiße. Ich habe mir außerdem noch den Fuß aufgerissen. Lecker.
Kein Wunder, dass ich mich nur auf die Schnauze gehauen habe. Die Frau im Hostel, die mir das Surfboard ausgeliehen hat, die hat auch gemeint, von einmal surfen lernt man das nicht. Das muss man mehrmals machen. Und es kommt halt drauf an, ob die Wellen zu stark sind. Dann geht's halt gar nicht, ne? Ich laufe hier gerade an so einem Pier entlang. Mega geil. So, ich bin jetzt über eine Stunde mit dem Bus nach Annabelle gefahren. Hier kann man Sandboarding und das will ich jetzt mal gucken, ob ich das machen kann. Haha, ich bin im Bus zu den Sanddünen und ich habe nur 20 Dollar bezahlt, einmal 28. Und dann hat mich gefragt, ob ich Student bin. Ich habe gesagt, nee. Und dann meinte, okay, ich mache dir trotzdem 20. Und im Hostel wollten sie 25 haben, also 5 Dollar gespart. Hier scheinen die Wellen viel schwächer zu sein wie in Newcastle. Es gibt übrigens schon seit letzter Woche keine 5 Dollar Domino's Pizza mehr. Aber wenn man die online bestellt und dann vor Ort abholt, kostet es immer noch 5 Dollar. Wir haben gerade 1:30 nachts. Ich bin gerade mit dem Greyhound-Bus nach Port Macquarie gefahren und ich hoffe, das Hostel hat noch auf, beziehungsweise jemand ist noch wach und kann mich einchecken. Ich habe denen das zwar geschrieben, als ich gebucht habe, dass ich erst so spät ankomme, aber mal sehen.